Sind das so die Spiele, von denen auch der kleine Josip geträumt hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich gut daran erinnern, als ich vor dem Fernseher saß, immer am Abend, auch manchmal, wenn ich eigentlich nicht zuschauen sollte, weil es zu spät war. Ich muss sagen, früher natürlich Bayern München, ich komme ja aus München, also da habe ich bei jedem Spiel mitgefiebert. Vor allem bei dem Spiel, als Ole Stein gegen Manu das 2-1 gemacht hat, da bin ich natürlich zu Hause ausgerastet. Es gibt viele Spiele, wo ja, viele vom Fernseher teilweise ausrasten, weil man gedacht hat, okay, ist eigentlich schon vorbei und dann schafft man es doch.